So, heute ein neues YouTube-Video. Oh, ich werde gerade angerufen. Frau Müller ruft noch an von gestern. Eine Sekunde bitte. Ja, Frau Müller, hallo, Fabian Durek hier. Sie wollen wieder rufen? Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Sie wollen sich beschweren über mich, um Gottes Willen. Dann verliere ich ja meinen Job. Jetzt, ich habe ja nur 7 Verträge letzten Monat geschrieben. Jetzt sind ja nur noch 6. Cut, cut. So Leute, Spaß beiseite. Solche Anrufe kriegt ihr teilweise täglich. Warum? Weil ihr nur am Drücken seid an der Tür, weil ihr den Leuten irgendeine Scheiße erzählt, irgendeinen Kauderwelsch erzählt, der überhaupt nicht stimmt. Ja, es werden Sachen behauptet, die ich nicht mal in diesem Video erwähnen will. Aber Fakt ist, selbst wenn du ultra sauber arbeitest an der Tür, kriegst du trotzdem solche Anrufe. Wenn du der netteste Mensch bist, die geilste Beratung machst und super kompetent verkaufst, kriegst du trotzdem Stornoanrufe. So, und die Frage ist, wie gehst du damit um? So wie ich es gerade gemacht habe, gehst du definitiv nicht damit um. Wenn dich ein Stornoanruf schockiert, liegt es daran, dass du zu wenig Geld verdienst, dass du zu wenig Umsatz machst, sondern ist das dein Problem, was du lösen solltest. Wenn dich so ein Anruf, wenn du dir dabei denkst, oh Gott, du hast also so ein schlechtes Gewissen irgendwie auf einmal hast, so ein schlechtes Bauchgefühl, dann weißt du genau, dass du der Kunde irgendeine Scheiße erzählt hast und der das jetzt bewusst geworden ist, dass das ein Wechsel ist und du deswegen halt auch so einen Anruf einfach bekommst. So, und der dritte Punkt ist, wenn du am Telefon auf einmal so unterwürfig mit den Kunden redest, obwohl du, wenn du an der Tür gewesen bist, super dominant aufgetreten bist, super autoritär aufgetreten bist, dann wundert der Kunde sich über diesen Stilbruch immens und du verlierst sofort die Bossrolle. Du musst am Telefon genauso autoritär und gleichzeitig genauso hilfsbereit mit den Kunden umgehen, wie als wenn du die gerade frisch an der Tür geschrieben hast, und nicht deinen Schwanz einziehen und aus Angst der liebe Buddy irgendwie am Telefon auf einmal sein, der jetzt alles versucht, möglich zu machen, dass der Kunde nicht widerruft. So, faktisch ist, wenn die Widerrufe bei dir in einem gesunden Bereich sind, das sind sie, wenn sie bei unter 5% im Monat sind, gesamt, ja, inklusive allem, dann musst du gar nichts dran ändern. Dann sollst du dich einfach gar nicht groß mit beschaffen, auch nicht großartig jetzt am Telefon da ewig irgendwas versuchen, ja. So, Möglichkeit Nummer 2, wenn sie in einem kritischen Bereich sind, dann musst du dringend an deiner Qualität arbeiten. Ziemlich sicher. So, es gibt manche Sätze, die du sagen kannst am Telefon, die immer klappen, dass der Kunde stattdessen, also statt dem Storno, doch auf einmal den Vertrag haben will. Solche Sachen und viel mehr teilen wir bei uns letztendlich im Training, in unseren internen Schulungen, die mittlerweile über 600 Door-to-Door-Verkäufer in Deutschland genossen haben und immer noch genießen. Und das auch der Grund dafür ist, dass wir solche Rekorde einfach schreiben. Also mittlerweile, vor kurzem war der Rekord im Glasfaserbereich ja beispielsweise noch bei über 281 Neukunden in einem Monat von Florian Sommer. Der ist mittlerweile gebrochen mit mittlerweile schon mehr als 320 von Ismail Ahmed, der Mitarbeiter bei DA Direktvertrieb ist. Der Monat ist noch nicht ganz vorbei, also es wird noch weitaus höher tatsächlich geschossen sein, aber auch aus allen möglichen anderen Bereichen wie Tiefkühlprodukte, Telekommunikation, Strom und Gas, Bauelemente und so weiter und so fort, schaffen wir Zahlen, die vorher teilweise gar nicht möglich gewesen sind. Und ein Hauptgrund dafür, um den Bogen wieder zu spannen, ist, weil wir genau wissen, wie man mit Kunden reden muss, um jemanden zu überzeugen, aber um ihn auch bei dieser Meinung tatsächlich zu halten. Und das sind rhetorische Schlüssel, die du lernen musst, aber bisher einfach noch nicht beherrscht. So, weil sonst würdest du weniger solche Anrufe bekommen, sonst wärst du bereits bei 150 bis 200 Neukunden Eigenumsatz im Monat und sonst hättest du bereits ein Team, was mehr als 1000 Neukunden im Monat macht und du weit mehr als 200 bis 250.000 Euro Jahreseinkommen wirklich hast. Und wenn du das alles lernen willst, wenn du auch lernen willst, wie du mit solchen Anrufen umgehst und vor allem dein Geschäft einfach massiv nach oben steigerst, dann trag dich einmal ein auf shs.de zum kostenlosen Erstgespräch. Wir gucken erstmal, ob du überhaupt das Geld hast für ein Coaching, was wirklich deine Herausforderungen, was dein Ziel sind und wie wir dir helfen können, das Ganze zu erreichen. Und ich schwöre dir, du wirst uns lieben, weil du durch uns so viel Geld verdienst wie noch nie zuvor. Und deswegen viel Spaß im nächsten Video und wir hören uns im Erstgespräch. Bis dahin, ciao.